Hallo Kids-Fans, heute immer noch alleine mit mir, aber dafür mit Ghostbusters Monopoly. Einfach mal was Cooles. Lass mal laufen. Who you gonna call? Monopoly. Schön ist, wir haben hier eine Geisterfalle, die den Ton macht. Und die Geisterfalle ist nämlich auch dann zusätzlich gleich der Kartenhalter, also wo man die Karten reingibt, die Ereigniskarten. So, die Abdeckung nochmal weg, damit man es nochmal sieht. Dann haben wir hier mal das übliche Monopoly-Geld mit dem Ghostbuster-Symbol oben drauf. Sind Dollar, keine Euro. Dann die Grundstückskarten und die Ereigniskarten sind den ganzen Bündel ja natürlich immer drin. Dann kommen wir zu den Würfeln, schön in schwarz-grün gehalten. Ich finde die schon super aus. Natürlich dann zusätzlich die Spielfiguren, wo wir ein Protonenpäckchen drin haben, wir haben ein Walkie-Talkie drin, wir haben ein Cello drin, ein PKE-Meter haben wir drin, dann die Brille von Janine ist drin, ja, das ist die Brille von Janine, die hat nämlich das mit dem Brillenband oder wie das, und die Ecto-Brille von Ray ist auch noch mit drin. Dann statt Häuser haben wir hier Geisterfallen. Und natürlich die Geisterverwahrungsanlage oder das Ektosperrsystem. Ein Regelwerk gehört natürlich dazu. Nur da muss man sagen, ist das komplette Spiel ist halt auf Englisch. Mich würde es freuen, wenn es auf Deutsch auch ist. So, und dann kommen wir zum Spielfeld. Weil so wie man es kennt, die Spielfelder von Monopoly sind ja immer ziemlich groß. Und so, dann mal so. So, jetzt ist richtig rum. Eigentlich so. Wie man sieht, so wie jedes Monopoly. Mir fällt normalerweise auch schon nur im schönen Ghostbuster Design. Und wem es interessiert, das teuerste ist nämlich Gozers Tempel. Das ist das teuerste Feld. Im Großen und Ganzen von den Spielregeln ist es genauso wie jedes klassische Monopoly, nur mit leichten Abwandlungen, was die Spielregeln betrifft, weil sie dann nämlich auf Ghostbusters passen. Mit statt Bus gibt es Ecto 1, der einen durch die an bestimmte Felder wiederbringen kann, genauso. Statt dem E-Werk und dem Wasserwerk gibt es dann diverse Geister, wo es heißt, Würfel eine 6 oder höher, dann bekommst du so und so viel Geld, Dollar. Also im Grunde genommen war es das dann mit Ghostbusters Monopoly. Dann bis zum nächsten Mal.